spielt immer noch nicht. Hm. Wie lange sitzt du denn überhaupt schon hier? Boah, ich weiß gar nicht, 20 nach 6 oder so. Ja, kommt wohl hin, eine halbe Stunde ungefähr. Ja, zieh mir jetzt 25 Jahre Stillfelder rein. Also du hast Langeweile, kommst her, setzt dich hin, machst dir einen Tee. Und lest mein Buch durch, ja. Gut. Alte Buch, also wir haben ja 50 Jahre einmal und 25 Jahre, das kannte ich gar nicht. Ich war kurz mehr so entdeckt. Und sind da irgendwie bekannte Gesichter drin? Tatsächlich ja. Das hier müsste Wilfried sein, einer von den beiden. Mhm. Rakete, die. Und das Hermann Wessling. Der Trainer, der Trainer? Der ehemalige, ja. Lange her. Kommt da jetzt ah, da kommt er gerade. Hey! Ich habe noch hier im Buch gesehen. Ja. Dann hast du deine Glanzleistungen hier. Ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Ja, nicht jung und hübsch. Weißt du, wann das war? In welchem Jahr? Ach so. Also hier steht auf jeden Fall, dass sie knapp 1-0 gegen Flachs in einem Gemeindepokal verloren hat. Ich meine, der erste Gemeindepokal war, glaube ich, 83. Ja, irgendwie so. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So. Bitte. Ja. Ja. Oh, ich hab das auch kommt mit dem Alter. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Toll, das ist ja jetzt ultra peinlich. Na, jetzt kommen sie aber. Hi. Hallo. Die scheint es aber gut zu gehen, ne? Ja. Da sitzt sich mal beide. Ja. Hallo. Moin. Bester Kameramann. Danke. Wieso? Sehr gut zusammengeschnitten, das Video. Ja? Eure ganzen Fehler sind raus von mir. Aber ein paar habe ich drin gelassen. Ja, ein paar, aber. Oh, gut. Also die Tore. Ja, aber da konntest du ja nichts machen, ne? Wenn man fit wäre, vielleicht, aber ansonsten. Ja, du bist ja da rumgehampelt wie so ein. Ja, ich konnte auch bis Mittwoch jetzt nicht laufen. Also man sah definitiv, dass deine Beine wirklich schwer waren. Die waren schwer, die waren kaputt. Knie kaputt. Ja. Jetzt gleich zu Lili. Weißt du, wer fehlt hat? Ich hoffe. Oh. Leute fehlt. Ja, ich werde euch heute mal ein bisschen auf den Sack gehen. Auf den Sack gehen? Wir gehen nur laufen, ne? Ist doch laufen, ne? Also nicht. Hoffentlich. Schon so drin, Laufschuh. Ja, Laufschuh ist schon mal richtig. Scheiße. Also das andere werdet ihr sehen. Das hört sich nicht gut an. Ist ja nichts. Bis gleich. Komm mal, der coole, der Mann. Rentner muss man sein. Wir haben Wechsel. Was wird denn jetzt hier bezahlt? Die Jacken und die Hosen. Schutzgeld. Na, was machen die Beine? Ah, geht tatsächlich wohl. Hallo. Ich mach mal so hier. Ach ja. Ohne Witz, Montag bei der Arbeit, ne? Ich dachte so, boah, Alter, mit meiner Hüfte bin ich nix mehr. Ich konnte bis Mittwoch nicht laufen. Ne? Ging gar nichts. Aber ich schätze mal, dass das einfach zu viel war. Das überlasse du. Meinst du jetzt durchs Trainingslager plus Spiel? Trainingslager plus Spiel plus Sau. Ach so. Nein, das Ach so. War nicht, ich sag, war definitiv nicht zu viel. Wenn man normal trainieren würde, vorher schon. Ja. Ja, wir waren ja nur in der Halle. Ja. Das heißt, die Belastung auf Punkt jetzt. Training, Pause, Training, ja. Frühstück, wieder Training, Spiel. Das war zu viel. Ja. Und dafür sind wir nicht fit genug. Wenn ihr jetzt auch so wie die schon 3 Wochen im Training bist. Sogar 5, glaube ich sogar. Oder 5, ja, die fangen, glaube ich, jetzt Wochenende an mit Meisterschaft, ne? Genau. Also. Mit erstes Spiel, Ligaspiel, ja. Ja, dann wärst du jetzt auch ganz anders da, oder du hättest ganz anders da ausgedehnt. Aber ich sag, wenn die im Sommer hier hinkommen und wir dann auch alle an Bord haben, sieht das anders aus. Weil dann sind wir im Spielbetrieb, dann sind wir auch ein bisschen fitter, vielleicht 2 Stufen höher. Ja, ja, musst du ja gucken, wie du trainieren kannst auch, ne? Und dann schauen wir mal. Laufen wir heute nur, oder? Er verrät nichts. Ich sag nichts. Ne? Ich glaube, ich falle hier nach Hause. Becher, die waren alle schnell. 6, 7, 8 Meter vor dir. Das war heftig. Da bin ich gar nicht hinterher. Die waren ja alle schnell. Das war der Kapitän von Alter. Aber ihr seid auch Krücken, seid ihr. Ne, was der Trainer von mir sagte, wie kann man gegen so eine Mannschaft von uns an der Mittellinie anfangen zu verteidigen mit der Viererkette? Ja. Ihr seid doch des Todes. Wir hätten eigentlich hinten campen müssen. Ja, hat er auch gesagt. Schützengraben aufbauen und dann. Ich bin wieder da. Was ist er ist. Ja. Kommt bald richtig fit hier. Das sag ich dir nach dem Training. Wo ist deine Kiste?
Wie meine Kiste? Jetzt wegen deinem Geburtstag. Was für eine Kiste? Geburtstagskiste. Trink keinen Alkohol, trinkt ihr auch keinen Alkohol. Der, aber wir schon. Hm? Wo ist sie? Die ist nicht hier. Warum nicht? Du kriegst erst wieder Bier, wenn ihr ein Spiel gewinnt. Oh, ja, Leute. Was ist denn für eine Folter? Ich mach's anderen Hobel. Was denn? So, mein Junge. Erstmal nochmal. Alles Gute zum Geburtstag. Erstmal musst du sagen, das war ganz, ganz peinlich. Den ganzen Tag haben wir das voll verplant. Ich habe ihn sogar angerufen. Das war mir so peinlich, wo ich zu Hause war, habe ich ihn angerufen. Aber ich weiß, dass wir das irgendwie ein bisschen gut machen können. Ist das so? Ja, dann komm mal mit. So, für eine gemütliche Runde für dich. Ein paar Schachtel Zigaretten, auch die weißen Dinger und eine schöne Flasche, ich weiß gar nicht, was das ist, aber und Red Bull dazu. Ja, ich weiß ja, dass du so eine Art, einen kleinen Umtrunk abends mal machst, ne? Nein. Ja, dann lädst uns ein, dann wird die Flasche auch leer, ne? Aber ich trinke kein Wodka. Nee, echt jetzt nicht? Ich trinke bis zum 21.06. nichts mehr. Ja, aber danach. Ja. Ne? Also, viel Spaß damit. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Ja. Das war peinlich genug, dass wir seinen Geburtstag vergessen haben. Notfallrettungsaktion. Ja. Udo dahin, ich dahin. Ja, nee, war Notfallrettungsaktion. Ich habe aber auch an deine Zigaretten gedacht. Ja, mit denen. Wo wir im Zusammenrechnen und dann mal wieder den bitte. Ey, gleich Bettzeugen holen. Also jetzt reicht's. Und der gesamte ist der Platz, aber sieht eins aus. Jetzt, da muss er aufnehmen. Kannst du einen Bunny Hop? Ja, sehr. Ja. Alten Downhill-Profi. Also, im Ruhrgebiet gab es noch Berge. Raus da! Hier! Da könnt ihr in die Mitte. Haben wir extra, ich kann die Linien nicht sehen, ich weiß nicht, wo der 16er anfängt. Zeig dir gleich 16er. Sofa! Trainer, du musst als Erster hier draußen stehen. Die waren schon wieder im 16er. Hast du noch nicht abgespielt? Ich hab ja einen an der Waffe, aber wir sind doch nicht im Kindergarten. Wie sonst sperrst du auch jeden Scheiß hier ab, aber jetzt nicht. Ich sperr dich gleich auch ein. Warte mal, haben wir doch heute Nachmittag geschrieben, hast du gesagt, ich kann den ganzen Platz nutzen. Das Ballettschuh an oder was? Ballettschuhe ist in Pernburg, da brauchst du hier nicht. Also ab, von unten den Fußballschuh an und ab auf den Platz. So, kommt ihr rüber? Ganz Körperverletzung. Komm, Robocop. Der Rentner kommt. So, okay, Jungs. Zurück auf den Fußballplatz. Gott sei Dank. Ich habe lange darum gekämpft, dass wir heute hier auf dem Platz sein können. Deswegen müssen wir heute auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Sonst kriege ich nämlich nachher Ärger mit Dudu. Oder mein Plan war heute eigentlich, euch laufen zu lassen. Ja, zumindest die, die am Mittwoch nicht gelaufen sind, so wie ich das als Anweisung auch rausgegeben habe. Aber da es die meisten wieder heute nicht geschafft haben, will ich euch nicht dafür bestrafen, weil ihr seid der Kern, die sowieso immer da seid. Nichtsdestotrotz müssen wir da noch ein bisschen laufen, zumindest ein bisschen Ausdauer machen. Ja, das wisst ihr selber, Fitness muss halt sein. Aber halt nicht so ausgedehnt, wie ich es geplant habe. Aber wie gesagt, die Konsequenzen kommen, ich habe es ja auch angedroht. Sofern die nächste Woche wieder da sind, die Jungs, dann werden wir das nachholen. Gar kein Problem. Habe ich keine Schmerzen mit. Okay, so zu heute. Wir haben nicht mehr lange Zeit, sage ich euch. Nächste Woche noch voll. Darauf die Woche geht es schon in den Rhythmus Mittwoch, Freitag. Beziehungsweise müssen wir mal gucken, wie wir dann, weil wir Samstag spielen, wie wir das mit dem Training machen, überlege ich mir dann noch. Aber dann steht schon eigentlich das erste Spiel auf dem Plan. Und ihr wisst selber, wir sind gar nicht im Rhythmus. Weder im Trainingsrhythmus noch im Spielrhythmus. Überhaupt nicht drin. Gar nicht. Das heißt, wir haben die nächsten zwei Wochen eine Menge Arbeit vor uns und ich will hoffen, dass die anderen Jungs nächste Woche alle hier aufschlagen, dass wir vollzählig hier sind, damit wir was tun können. Weil wir müssen was tun, weil sonst sieht es mal eng aus für die Rückrunde, kann ich euch sagen. Oder kann man vorpumpt sein. Ja. Gut, aber heute wollen wir erstmal locker wieder reinkommen. Nach dem anstrengenden Trainingslager, rückblickend, will ich da gar nicht viel zu sagen. Ja, auch wenn es wieder ein paar Kommentare gegeben hat zu dem 14-1.
gesagt, Jungs, nehmt euch das nicht zu Herzen. Ich habe es da auch schon gesagt. Ja, das Ergebnis war total unwichtig. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das Spiel auch nicht gespielt. Okay, ich habe es aufgrund des Sponsors getan, weil der mich darum gebeten hat, dass wir darum mit denen gegen die spielen. Aber für mich war der Schwerpunkt des Trainingslagers trainieren. Ja, das Zusammenkommen, die Gemeinschaft, Freitagtraining, Samstagtraining. Okay, das Spiel war Nebenkriegsschauplatz. Und ihr habt selber gemerkt, wir waren einfach platt. Ja. Und dann, wenn du gegen so eine klassenhöhere Mannschaft spielst, ja, dann kriegst du halt Witz. Halt, okay, aber das könnt ihr aus eurem Kopf jetzt streichen, okay? Und auch wie gesagt, was da in Kommentaren kommt, blendet das einfach aus. Ist alles gut. Okay. Wir wissen, was wir getan haben. Und wir wissen, warum wir das so gemacht haben und deswegen passt das schon. Okay, so heute, wir fangen gleich an, wir machen erstmal gleich ein kleines Handballspiel drüben. Dann geht ihr ein bisschen laufen. Hier. Platztechnisch. Ja, ich weiß, öde und ist auch doof, finde ich auch immer scheiße, aber es muss halt sein. Okay, wir brauchen die Fitness. Danach machen wir eine Passübung und dann spielen wir ein bisschen. Nächste Woche wollen wir voll einsteigen. Denkt dran, Montag trainieren wir, Mittwoch trainieren wir. Freitag spielen. Okay, wenn alles so bleibt, auch wettertechnisch werden wir Freitag spielen. Wir spielen ja hier auf dem Trainingsplatz. Okay, aber wie gesagt, das Spiel will ich schon gerne durchziehen am Freitag. Wir brauchen das. Gut, dann Leibchen holen. Da drüben. Höschen macht Mannschaft mit Jordan zusammen. Zwei Mannschaften machen, fertig. Ist gut, warte. Morgen nur mit Kopf, ne? Ja, Jordan nur Leute von 1,60 gewählt hat. So, komm, für eine Stunde lass die Haare wehen da. Komm. Ja, ich hab meine Haare. Oh! Hey, Jordan, oh, du bist oder was? Ja. Ja, Thorsten, komm aus deiner Komfortzone, du bist kein Torwart, ne? Gut, jawohl, jawohl. Jawohl. Ah, noch an. 50! Oh, gut gehalten, ja. Ja, ja. Ah. Komm. Okay. Oh, ja, ja, ja. Was für ein Ball? Hey, Junge. Komm, Bewegung. Alle bewegen sich da. Auch ohne Ball. Oh, komm, Junge. Hey. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, nach vorne, nach vorne. Ja. Gut. Ja! Rico! Hey! Oh, das war mein Ding. Sehr gut, sehr gut. Eins! Okay, gut. Ah, der Grand mal. Gut, Jungs, okay. So, Jungs, auf geht's. Lockeres Tempo. Platzrunden, bis ich Stopp sage. Komm. Bitte bewegen. Jeder sein Tempo, okay? Ey, Nico, du komm, runter da! Und komm, 10 Stück! Gut so, Jungs! Ja, ihr beide könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt, ne? Das war das erste. Also, wenn ihr zwei habt. Ja, die meisten Sachen, die du machst, gehen mit Lade. Ja, Liegestütze, nicht mit dem Lade. Liegestütze, aber ich hab nicht aufgepasst. Ja, siehst du, da waren die nur am Quatschen, da wie die Waschräuber. 20. Ach, 20. Liegestütze. So weit kannst du gar nicht mehr zählen. So, wenn ihr gleich beim Tor angekommen seid, macht ihr 5 Liegestütze. Extra für euch. 10 Sit-Ups! Nicht falsch, wenn hab ich gesagt. Nein, weiterlaufen, das war wichtig, der wollte nur verarschen. Was willst du abdrücken? Was ist denn mit dir? Schaff dir 2 Hamster an oder so, dann kannst du die dressieren. Ja. So, komm, steh da. Hört keiner. Komm hier auf, beide da. Geh runter. Ja, die müssen erst auch runterkommen. Komm, Opa. Jetzt da wird ja noch gelacht, da kann das ja gar nicht so anstrengend sein. Sehr gut, Jungs, sehr gut! Oh, komm, komm, komm! Okay, gut so, komm, locker weiter! Letzte Runde! Ah, guck mal, ihr habt schon wieder den Höllenritt hinter euch, okay? Der Rest muss nächste Woche auch machen, glaubt mir, okay? Jeder wird diesen Scheiß machen. Müssen wir durch, das nützt nichts, okay? Aber gut, hey, gut, sehr gut. Und dann gehen wir gleich in die Passübung, mal kurz Passübung runterkommen. Und dann spielen wir Fußball. Okay? Ja? Na, war entspannt. Der jetzt heute nicht dabei war und nächste Woche dabei ist und meckert, dann könnte man allen schön hier den hier zeigen. Ihr habt durchgezogen. Okay. Ja, wie ein Kugelgeber, ne?
So, wenn ihr fertig seid, dann kommt rüber. Ich schweige rum. Was? Ich schweige, du. Okay, kurze Ansprache, dass ihr den Ball haben wollt, dann kommt der Pass. Locker zurückspielen. Ne? Genau. Und dann drehen. Anderer Part. Aber immer auf das Kommando von dem, der in der Mitte ist. Ja, hier. Ja, klar. Jordan. Ja, klar. Ja, ja. 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 Dann haben wir nur ein bisschen in Bewegung. Ja. Ja. Gut, gut, gut. Genau. Ja, knatsch. Ist das so eine Seniorenübung oder? Abgerutscht. Hups. Seniorenübung. Ja, gut. Brauchst du noch eine neue Kamera? Oder? Nee, noch nicht. Ja, dann lass die Sprüche mal sein. Ja. Eins Doppel. Und nochmal. Nochmal. Ja. Komm, leer. Stopp mal ganz kurz, ganz kurz. Gute Luft. Kurz, Opa muss kurz Luft holen. Hey, Jungs, was ist das? Wenn ich als Stürmer vorne, gilt bei euch genauso, oder? Dann müsst ihr vorne den Raum aufmachen. Guck mal, ich laufe hier hin. Was hat der Emre für einen Riesenraum? Kannst du abziehen? Zweite Mal vorhin. Ich laufe, stehe hier. Marc, stell dich da vorne mal hin. Steh hier. Zwei Mann. Gebunden. Rico, Harm. Lauf hier einfach hin. Laufen beide mit. Er läuft mit, er läuft mit. Raum ist frei. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Das ist nur Stellungsspiel. Ihr müsst euch alle nach vorne, okay? Wenn einer vorne steht, reicht doch. Ballbesitz. Und dann kann ich doch in Ruhe wieder aufbauen. Wir müssen hier nicht schnell umschalten. Darum geht's nicht. Ball halten. Vernünftig Spielaufbau. Das wollen wir. Kontrollieren. Okay? Kontrolle. Nicht immer so schnell die Bälle wieder verlieren. Und achtet auf die Räume. Oh Gott. Schieben, schieben, komm Blau, alle nochmal beißen, komm! Quält euch! Ja, ja! Komm Emre! Bitte mal! Du denkst wohl so! Oh Gott! Ja, gut, ja! Gut, brauchst du Hilfe oder? Wo ist hier das Sauerstoffzelt nochmal? Komm, alter Mann, komm. So lange her. Komm. Okay. Hey, Jungs, komm, mach mal. Hey, komm, Jungs, hey. Mach mal einen Kreis hier. Komm. Hey. Jungs, hey. Auch wenn wir heute nicht viele waren, okay? Der Kern war heute da, wie sonst auch. Hey, Jungs. Aber sehr gutes Training. Jeder von euch hat mitgezogen, keiner hat aufgegeben. Wir haben richtig gutes Training gemacht. Okay, wir haben hier 1,5 Stunden richtig Gas gegeben. Nächste Woche Montag geben wir auch so Gas. Und dann nehmen wir die anderen mit, die heute nicht da waren, die faul auf dem Couch liegen, okay? Die nehmen wir Montag mit.
und dann sind die Montag dran. Dann kriegen die Montag erstmal die Peitsche. Alles klar? Montag geben wir Gas, Montag geben wir Gas, Montag, Mittwoch, Freitag, Montag, Mittwoch, Freitag. Darauf die Woche ist nicht mehr, dann spielen wir Fußball, dann ist die Liga wieder. Alles klar? Okay, gut, du. Hey, komm! Hey, ah. Hey, Tore runter! Tore vom Platz, ja. Tore vom Platz! Wir machen was vor dabei. Hau raus, Wilfried. Nein, du. Moin, Leute. Wir hoffen, das Video hat euch eben wieder gefallen. Wir kommen zur Auflösung von den drei unnützen Fußballfragen für Beginner. Die drei Gewinner werden jetzt hier eingeblendet. Meldet euch bei dieser E-Mail-Adresse. Alle weiteren Informationen findet ihr drei in der Videobeschreibung. Genau. Und auch heute haben wir wieder einen Preis für euch. Es können wieder drei Leute etwas gewinnen. Und zwar wieder, Wilfried. Kreisliga, das Trinkspiel. Top. Alles, was du dafür tun musst, in die Kommentare schreiben, welche Fußballregel du ändern würdest und warum. Und wie du sie ändern würdest, schreibe das bitte in die Kommentare. Viel Glück!